das alte Schotterberg. Ja, ich hatte es ja schon auf meinem Modellbahnkanal angeteasert, dass ich dieses Video hier bringen möchte. Hier möchte ich euch jetzt im Detail zeigen, was ich alles so an meinem alten Schotterwerk mache. Das wird wie immer ein Mehrteiler werden, vielleicht drei Teile, keine Ahnung. Heute geht es um den Grund, was ich mir dabei gedacht habe, wie ich mir das gedacht habe, was ich gerne machen möchte mit dem ganzen Dingens. Wir werden zum Schluss einbauen oder nicht einbauen, beziehungsweise eine Stellprobe machen und. Und möchte euch ganz kurz was zu diesem Ganzen zeigen. Das ist ein Fertigbausatz. Ich habe es euch eben eingeblendet, was eigentlich eine Sache ist, die ich gar nicht so gerne machen wollte, mit Fertigbausätzen arbeiten. Ich hatte mir also überlegt, ich habe auf meinem Eisenbahnkanal Train Dreams habe ich ja derzeit das Schotterwerk, nicht das Schotterwerk, den Steinbruch am Bau, und da kommt dieses Schotterwerk rein. Und dieses Schotterwerk hatte ich mir ganz eine Weile überlegt, denke, was machst du, wie baust du es, was willst du machen, möchtest du, dass nur mit Bagger auf LKWs geladen wird, wäre auch eine schöne Variante gewesen, ja, kann man übrigens auch alles machen, denn das Ganze ist ein Modul, das kann ich später abnehmen und kann dann entsprechend was anderes drauf bauen, aber das ist mehr Thema für den anderen Kanal. Hier geht es jetzt heute um dieses alte Schotterwerk, also dieser Bausatz hat mir relativ gut gefallen. Aber eben nicht so, wie er im Originalzustand ist, und so wird er auch nicht bleiben. Ich werde natürlich die Grundstrukturen des Bausatzes, die werde ich beibehalten, ist klar, weil ich muss das Rad nicht neu erfinden, wenn das Ganze schon mal existiert. Aber zum einen, es ist ein schöner alter. Wir sehen es schon an dem rechten Teil, wo die Hölzer unten so ein bisschen länger sind. Ja, und die Fensterkreuze, die war ich also nicht zu doof, das rauszubrechen. Die sind also so, die sollen kaputt sein. Ich hätte es ein bisschen anders gemacht, mache ich vielleicht noch, ich weiß es noch nicht. Dann sollten auch Scheiben reingeklebt werden, fand ich nicht ganz so passend, weil wenn die Fensterkreuze kaputt sind, dann brauche ich keine Scheiben da hinten reinkleben. Die wären ja kaputt in dem Moment. Und also wie gesagt, hier gibt es sehr, sehr viele Sachen, die ich verändern will. Und das möchte ich euch, wie gesagt, auf den Weg mitgeben, wie ich das Ganze gestalte. Und ich hoffe, ihr freut euch über solche Videos, über solche Sachen, weil ja, viele bauen sich Bausätze, stellen die hin, pumps, das war's. Ich bin der Meinung, man kann mehr rausholen. Man kann mehr aus Bausätzen rausholen, wenn man nicht sogar alles selber baut. Dafür habe ich mal ein Häuschen gebaut, das könnt ihr euch hier angucken. Ich verlinke es oben in der Ecke, wie ich ein solches Gebäude komplett selber gebaut habe und werde auch in Zukunft noch mehr Gebäude komplett selber bauen. Also im Lasercutter mit dem 3D-Drucker und was mir alles so unterkommt. Heute geht es auch, wie gesagt, um diesen kleinen Bausatz. Und dieser kleine Bausatz hier, der ist recht nett, hat aber viele Baustellen, die mir nicht so gefallen. Zum Beispiel, was ich hier gerade unten zusammengeklebt habe. Wir sehen gerade sehr, sehr lieblos von mir. Ich klebe das mit Sekundenkleber recht grob zusammen und danach kommt Aktivatorspray drüber. Pft, dann klebt das. Da muss ich mir also keine Gedanken machen, weil es wird sowieso koloriert. Ja, es wird sowieso alles aufgearbeitet. Es bleibt ja nicht so. Also ich bin keiner von den Typen, die da fein säuberlich mit dem Zahnstocher da einen Kleber auftragen, dass da ja nicht irgendwo was zu sehen ist, interessiert mich herzlich wenig, weil ich es ja, wie gesagt, sowieso koloriere zum Schluss alles oder altere oder wie auch immer, ja. Und ja, der Hersteller hat ja auch so alles so ein bisschen so gealtert, da ist so weiß, so hellgelb Kram da auf dem Dach drauf. Ja, bitte, okay, das ist vielleicht für diejenigen, die das eben wirklich nicht machen wollen, die sagen, okay, jetzt habe ich auch ein gealtertes Modell. Ja, warum nicht? Passt schon irgendwo. Mir reicht es natürlich nicht und deswegen kommt auch im zweiten bzw. im dritten Teil dann eben auch die Gestaltung des Ganzen. Ja, da kommt Beleuchtung rein. Es ist sowieso ein bisschen schwierig, weil die Hölzer von dem Modell hier vorne, da kann ich durchgucken. Ja, das Ding ist also ziemlich winddurchlässig. Soll ja auch so sein. Wir sehen, das Dach oben ist kaputt. Also wird oben in dem Bereich keine Beleuchtung reinkommen. Das wäre Quatsch. Das geht ja überall raus aus dem Gebäude. Ja, ich wäre vielleicht unten, da sehen wir vielleicht auf der vorderen Seite, wo ich meine Hand jetzt davor halte, später eine kleine Tür. Da wäre ich diesen Bereich da und da ist irgendwo eine Tür. Ja, die wird nach vorne zeigen. Ursprünglich im Bausatz zeigt sie nach hinten. Jetzt sehen wir nämlich die drei Fenster da. Jetzt sieht man es gerade nicht, weil es aus dem Bild rausgerutscht ist. Jetzt breche ich das nämlich wieder unten ab. Und hier sehen wir auf der einen Seite eine Tür, die ist eigentlich oben in der ersten Etage. Aber dadurch, dass ich das ganze Gebäude ja jetzt in zwei Teile teile, da ist die Tür, in zwei Teile teile, weil mir ist das zu hoch. Das ist ein unglaublich wuchtiges Gebäude. Das wäre meines Erachtens für TT geeignet oder für vielleicht sogar, na, null, vielleicht nicht gleich, aber irgend sowas in der Art. Also ich finde es etwas zu wuchtig für die Spur N. Auch wenn es vielleicht im Original so wäre oder so sein soll,
finde ich es etwas zu wuchtig. Also es hätte ruhig einen kleinen Zacken kleiner im Maßstab sein können, wäre meines Erachtens schöner gewesen. Na klar, die Türen und Fenster ist im Maßstab alles in Ordnung, kannst nichts sagen. Aber das Gebäude selber, gerade der obere Teil, auch wie gesagt, wenn es im Original, wo sie es vielleicht abgeguckt haben, so sein soll, kann man eigentlich ja ein bisschen im Maßstab mogeln, dass es ein bisschen stimmiger wirkt irgendwo. Aber gut, dafür kann man ja selber ein bisschen rumbasteln an diesen ganzen Dingen, ja. Also ich bin mir da nicht so schade, hier einen nagelneuen Satz da oben auseinanderzutrennen und auseinanderzureißen und zu schleifen und zu machen, weil ich möchte ja das Ergebnis soll ja zählen und nicht das Bastelerlebnis mit Sekunden oder Plastikkleber da ein Häuschen zusammenzunageln und mir auf die Moba zu stellen und mich dran zu erfreuen. Das ist also nicht meine Intention, weil ich baue im Dioramenbereich, das ist mir wichtig, also ich baue eine Modellbahn Diorama-Anlage oder sowas. kann jeder selbst entscheiden. Manche einer sagt, das ist doch kein Diorama, was du baust. Andere sagen, oh, schön. Aber gut, kann ja jeder entscheiden, wie er gerne möchte. Und jeder hat einen freien Willen, sollte zumindest so sein. Hier vorne musste ich mich entscheiden, ja, weil ich es kürzer gemacht habe. Eigentlich kommt die Mauer mit diesen Metalldingens, was ich gerade runterklemme. Was man gerne haben möchte, also es steht unten eigentlich auf der Mauer und ich musste überlegen, wie mache ich es. Habe mich aber letztendlich für dieses Teil hier entschieden, weil man dort durchgucken kann. Wir werden es nachher noch sehen in der Stellprobe. Das ist relativ wichtig, dass da kein Mauerwerk steht. Die Mauer habe ich schon an einem anderen Ort, wo ich die unterbringen kann. Das könnt ihr euch vielleicht in der nächsten Woche angucken auf Train Dreams oder im nächsten Video, nächsten Freitag 16 Uhr. Nicht diesen, sondern nächsten. Diesen kommt übrigens auch ein wunderschönes Video, weil ich es angucken will, über Beleuchtungskonzepte auf der Modellbahn. Seid ihr recht herzlich eingeladen, hier ist es eingeblendet. Ja, okay, also wie gesagt, ich habe das Modell nach unten gesetzt. Also ich habe es runter gemacht, ich habe es 2 cm circa kleiner gemacht. Jetzt kommt die Stellprobe. Was natürlich nicht funktioniert, ist, dass man jetzt noch mit einem Zug drunter fahren kann. Das geht natürlich nicht, weil es runtergesetzt ist, ja. Hier geht es um mein Bedürfnis, was ich brauchte, was ich umsetzen wollte mit diesem Gebäude. Ich habe übrigens vorhin aufgehört zu erzählen, wo ich sage, dieses kleine Beigebäude da unten, das hat auf der linken Seite keine Wand. Das ist da offen. Furchtbar. Keine Ahnung, auch dieser Förderbahntunnel, der schräge, der ist unten offen. Fragt man mich, warum man sowas macht. Das ist doch hässlich. Aber okay, man wird es nicht sehen, bei mir auch nicht. Aber irgendwo hätte man es doch komplett machen können. Man zahlt doch relativ viel Geld für solche Modelle. Dann wird doch wohl ein Stückchen Plastik übrig sein, um das von hinten oder von unten zuzumachen. Hier sehen wir die Stellprobe. Da kommt es hin. Und jetzt kann man mich vielleicht verstehen, dass das einfach nicht höher sein darf in meinem Fall. Wer eine andere, eine große Anlage hat, gerne, natürlich. Und hier sehen wir es. Und auch der vordere Teil, wo dieses Metall... Konstrukt da dran ist, wo ich jetzt mit diesem Reinigungswagen vorbeischiebe, der wäre als Mauerwerk fair am Platz gewesen, weil dahinter sowieso schon eine Mauer steht. Das wäre also zu viel und ich möchte das gerne ein bisschen rüberstehend haben, alleine schon einen Platz zu gewinnen dahinter, weil da kommt ja ein Steinbruch hin. Es ist hier nur grob aufgebaut, das kommt alles noch, könnt ihr euch gerne auf dem anderen Kanal angucken, da bin ich gerade ganz arg am Basteln. Und ja, musste da natürlich ein bisschen mit dem Platz zirkeln, ein bisschen mit dem Platz arbeiten und wie auch immer. Auf jeden Fall ragt das rüber und es passt wunderbar ins Bild, bin ich der Meinung. Und das ist jetzt die Basis, wie gesagt, zum Weiterarbeiten. Da kommt noch viel dran, da kommt Außenbeleuchtung dran, da kommt eine Unterbeleuchtung, wo die Beladeeinheiten dran kommen, also wo die LKWs drunter geschoben werden und so weiter. Da wird also noch viel gemacht. Und hier vorne zum Beispiel sehen wir auch ein völlig umgearbeitetes Gebäude. Das war eigentlich mal ein Sägewerk, was viel, viel größer war, mit viel mehr drumherum. Und habe das eigentlich im Grunde genommen mir auf meine Bedürfnisse zurechtgebaut und habe das Ganze dann entsprechend verarbeitet mit viel Beleuchtung dran. Das ist natürlich jetzt, wir sehen da auch eine kleine Lampe und so ähnlich wird das hinten auch gemacht. Und dann eben, wo die LKWs kommen, da kommen so ein paar Spuren drauf. Das zeige ich euch natürlich alles noch, ja. Heute, wie gesagt, erstmal nur der Bausatz, wie ich ihn verändert habe, was ich mir dabei gedacht habe. Und wenn wir jetzt mal ganz ehrlich sind, wirkt das Gebäude mit diesen riesigen Fenstern da vorne dran, natürlich ist ein Fabrikfenster oder wie auch immer, sehr, sehr groß, oder? Es hätte ein bisschen zarter sein können, aber gut, wie gesagt, das ist Meckern auf hohem Niveau, aber ich finde, es passt sehr, sehr gut in die Landschaft rein. Und ja, wie gesagt, die Holzbalken, aus denen das Ganze gebaut ist, die senkrechten Hölzer und die nach unten führen, die könnten ein bisschen schmaler sein können, ja, damit man eben im Maßstab arbeiten kann. Viele werden sagen, ja komm, Erbsenzähler, hör auf mit dem Quatsch. Ich bin auch kein Nietenzähler oder Nietezähler.
bei Zügen, wo ich wieder anfange die nachzuzählen, passt das alles. Nein, ich gehe vom Maßstab aus. Ich biege gern den Maßstab. Ich versuche, das irgendwo ein stimmiges Bild reinzukriegen. Und wenn ich jetzt die riesigen Fenster im Verhältnis zu dem LKW darunter sehe, könnten sie eben ein bisschen kleiner sein. Und auch die Hölzer, weil das sind ja hier so meterbreite Latten, wenn ich da ein Männchen hinstellen würde. Aber gut, trotzdem gefällt es mir. Und ich hoffe euch auch. Und wie gesagt, in den nächsten Folgen wird alles schön weiter ausgebaut. Das ist nur der Start des Ganzen heute. Und ich freue mich, dass ihr reingeschaut habt. Ich freue mich, dass ihr durchgehalten habt bis zum Schluss. Und sage bis zur nächsten Folge. Macht's schön gut, euer Uli.